Sie halten das Bild ihres toten Idols hoch, Anhänger des iranischen Generals Soleimani bei der Ankunft dessen Leichnams in der Hauptstadt Teheran. Auch die iranische Führung ist außer sich, droht mit harten Vergeltungen für den Tod des Generals und kündigte das Atomabkommen auf. Der Iran will sein Nuklearprogramm wieder unbegrenzt fortsetzen. US-Präsident Donald Trump reagiert mit zahlreichen Tweets auf die Vergeltungsdrohungen. So schreibt er, die USA hätten 52 iranische Städte im Visier, von denen einige auf sehr hohem Niveau und für den Iran und die iranische Kultur wichtig sind. Diese Ziele und der Iran selbst werden sehr schnell getroffen und sehr hart. Dieser Tweet führt zu Irritationen, denn Kulturstätten gelten nach internationalen Maßstäben nicht als militärische Ziele. Offensichtlich setzt Trump auf Abschreckung, denn er twittert später, die Vereinigten Staaten werden schnell und uneingeschränkt zurückschlagen, vielleicht in unverhältnismäßiger Weise. Unverhältnismäßigkeit ist genau das, was Sie befürchten. In einem gemeinsamen Statement erklärten Kanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premier Johnson, es kommt nunmehr entscheidend darauf an, zu deeskalieren. Wir appellieren an alle beteiligten Akteure, äußerste Zurückhaltung an den Tag zu legen. Doch weil das irakische Parlament den Abzug aller US-Truppen und ihrer Verbündeten gefordert hat, droht Trump nun auch dem Irak mit Konsequenzen finanzieller Art. Betroffen von der Abzugsforderung ist auch die Bundeswehr, die im Irak Ausbildungsarbeit leistet. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn fordert, die NATO-Ausbildungsmission im Irak muss auch in Zukunft unbedingt fortgesetzt werden, denn die irakischen Sicherheitskräfte sind bisher alleine nicht fähig, die schwierige Lage im Land unter Kontrolle zu halten. Ein geplanter Austausch von Bundeswehrsoldaten im Irak wurde erstmal auf Eis gelegt. Wie es weitergeht, sei auch eine Entscheidung der irakischen Regierung, so Verteidigungsministerin Gram Karrenbauer.